Ja, lass den Käfer. Der bringt nur das ein oder andere. Wir machen erstmal den hier down. Und dann die hier. Bin gar nicht mehr da. Ja, die Beagle kann jetzt noch nicht landen. Weil die Käfer natürlich in der Nähe sind. Ach, verdammt. Du sollst sie nicht fressen. Okay, und die neue Basis kann genutzt werden. Dann rufen wir die mal. Dann können wir hier wenigstens alles hinbringen. Basis verlegen. Okay, das läuft. Jetzt holen wir uns die Zwiebel, weil wir sowieso da gerade in der Nähe sind. Wo ist die Zwiebel jetzt hin? Die war hier um die Ecke, ne? Ja. Und dann können wir zumindest schon mal gelbe Pigment züchten. Das ist doch super. Seht nur, eine weitere Zwiebel. Und diese hat eine andere Farbe als die erste. Ob die auch etwas macht, wenn wir sie zurückgebracht haben? Durchaus. Wenn wir sie nämlich zurückgebracht haben, werden wir endlich gelbe Pigment züchten können. Solange die gelben Pigment in der Überzahl sind, wenn sie etwas tragen, dann wird es für die gelben Pigment registriert. Diese Zwiebel hat ein ziemliches Gewicht. Da oben müssen wir auch noch an, aber dafür brauche ich noch gelbe Pigment. Die ziehen wir wieder aus dem Boden raus. Und dann haben wir da oben noch einen dicken Käfer, an dem wir aber so schnell nicht rankommen. Was wir aber machen können, ist schon mal die Tüte runterschieben. Dann können wir auch hier jederzeit zurück. Und der andere wird uns wahrscheinlich zu einem Rennen herausfordern. Oder irgendwie sowas. Plopp. Süß. Die eine Zwiebel hat die andere absorbiert. Das hätte ich nicht erwartet. Aber das macht nichts, oder? Unglaublich, die Zwiebeln sind miteinander verschmolzen und jetzt haben wir eine mit zwei verschiedenen Farben. Moment mal, ob das auch bedeutet, dass sie jetzt Pigment beider Farben produzieren kann? Ja, natürlich. Genau das bedeutet es. Und deswegen können sich jetzt die Knospen auch verändern, sodass wir tatsächlich die Möglichkeit bekommen, diese auch in Gelb zu nutzen und damit gelbe Pigment zu holen. Jetzt züchtet schon mal neue gelbe Pigment. Ich hole die restlichen Leute. Und dann versuchen wir uns noch da oben an den Schatz zu wagen. So, ist gut. Hier bleiben erstmal 10 Leute. Hier kommen 15, machen wir 20. Die Hälfte der Zeit ist rum. Ja, alles okay. Ich denke mal, dass wir bis dahin dann auch noch eine Höhle hinkriegen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müssten wir gucken. Genau, ihr bringt das mal nach Hause. Dankeschön. Ich gucke währenddessen mal hier hinten nochmal. Nach dem Eis. Wie viele Leute brauchen wir denn? 30. Ach, deswegen. Okay, ich verstehe. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Bisher haben wir alles entdeckt, bis auf einen Schatz, der hier hinten noch sein soll. In dieser Kiste, oder wie? Kommt mal mit. Oder auf der Kiste. Auf der Kiste. Das ist der Kürbis da oben. Da ist auch wieder was zum Umklappen. Vielleicht ist es nur hochgeklappt und man muss es runterziehen. Aber dafür müssten wir hier oben hoch. Und dafür müssten wir da hoch. Und da können wir einfach so hochlaufen. Okay. Und bräuchten dann im Prinzip bloß die Rohlinge, um die Brücke zu vervollständigen. Ich verstehe. Oh, hier geht mir tierisch auf den Senkel. So, transportiert sie gerne ab.
Dankeschön. Alles geschafft. Super. Hier braucht man 23 Teile für. Die sollten wir ranbekommen und das relativ fix. Das geht. Genügend Pikmin haben wir ja, die sich darum kümmern können. Dann haben wir noch hier einen. Und 10 Stück hierfür. Wobei das eher die gelben machen sollten. Nee, du nicht. Der mit dem Teil nicht. So, mitkommen. Aber es klappt ganz gut und wir haben die Möglichkeit, jetzt rüber zu klettern. Und dann bin ich gespannt. Da ist ein Hund. Ist das der Hund von Olimar? Okay, Bau der Tonziegelbrücke abgeschlossen. Das ist schön. Zunächst einmal will ich versuchen, dort oben ranzukommen. Ob das funktioniert? Ja, so kämen wir auch an das andere Teil ran. Oh mein Gott, wir haben hier noch so viel zu tun. Ja, so ist gut. Tragt alles weg. Ich guck schon mal, wer die hier sind. Alarmstufe Rot. Ich sehe etwas. Oder jemanden. Und sieh nur, das ist eine weitere Person mit Blättern auf dem Kopf. Und ein Rettungshund. Hey, was passiert hier gerade? Sorry. Was haben die mit dieser gestrandeten Person vor? Schnell, wir müssen helfen. Wieso Zimt? Ojin, los geht's. Ich kann jetzt nicht. Ich bin erstmal froh, wenn wir die blaue Zwiebel dort kriegen. Da müssen wir auch noch ran. Aber dafür brauchen wir halt die... Aber ist die blaue Zwiebel dann für die Eis-Pikmin oder für Wasser-Pikmin? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Das mit den anderen Teilen machen wir später. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir das hier hinkriegen. Ihr kommt alle wieder mit. Dann lassen wir... Achso, nach oben drücken. Die gelben hier. Und nehmen 26. Ich habe noch keine 30. Eispigment. Das wird noch nichts. Ne, dann hat sich das erstmal erledigt. Nehmen wir doch wieder die gelben mit. Und gehen noch zur anderen Klappe und holen die. Sowie ganz viele Rohlinge, die hier noch überall rumliegen. Da. Okay, damit haben wir alle weg. Dann kommen die nächsten Rohlinge, die waren dort. Die brauchen wir auch noch. Ich will auf jeden Fall für Ojin auch eine Verbesserung haben. Nicht nur, dass der eine neue Fähigkeit bekommt, sondern auch den Rest noch mit dazu. Wir gehen währenddessen hier rüber und holen auch dieses Zeug noch. Das Pikmin brauche ich im Moment nicht so sehr. Dankeschön. Und wir nehmen die gelben Pikmin und versuchen noch die eine Klappe runterzusetzen. Das war doch hier hinten irgendwo, oder nicht? Bisher haben wir das ganze Gebiet relativ gut ausgenudelt. Das sieht gut aus. Gut, Rohmaterial wurde transportiert. Aber es sieht nicht so aus, als wenn ich hier dringend hin muss. Dann müsste ich im Prinzip einmal rumlaufen. Nee, hier war nichts mehr. Wir müssten eher versuchen, dort oben noch hochzukommen. Und an die anderen Gegenstände zu gelangen. Aber ich bin erstmal froh, wenn alle Klappen unten sind, wenn alles wirklich dann auch an Wegen fertig ist und vorbereitet wurde. Dann können wir uns immer noch um andere Dinge kümmern. Da hätten auch normale Pikmin gereicht. Okay. Danke.
So kommen wir denn jetzt jederzeit hier hoch. Äußerst interessant, bringt mich nur nicht weiter. Und wegen der Uhr, da haben wir keine Chance ranzukommen. Dafür brauchen wir definitiv Flügelpigment. Denn die hängt dort oben fest, die kriegen sie nicht ab. Ja, so langsam müssen wir uns dann auch nach Hause verkrümeln. Es gibt noch zwei weitere Orte, die wir besuchen müssen. Beziehungsweise auch zwei von diesen komischen anderen Teilen. Von den Höhlen. Und das werden wir auch noch hinbekommen. Wenn es auch wieder einen weiteren Tag dauert. Womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, aber ist okay. So, hier hatten wir alles durch. Da gab es nichts mehr. Das Einzige, wo wir noch hin könnten, wäre eben dort oben. Dafür haben wir die Brücke runtergelassen, aber dafür muss ich hier lang. Ich werde jetzt auch keine Käfer mehr nach Hause tragen, aber ich will gucken, was dort oben noch ist, um gegebenenfalls schon mal weitere Wege freizuschalten. Hi. Ja, alle Pikmin sind bei mir. Die Käfer sind beseitigt. Du Scheiße, hier geht's ja noch richtig ab. Die Höhle können wir betreten und kommen wahrscheinlich hinten rein. Wassergipfelhöhle. Kann ich sowieso nicht rein. Na gut, okay. Wir haben es geschafft. Alle Pikmin sind bei uns. Dementsprechend geht keines verloren. Und wir wissen, wo wir als nächstes hinzugehen haben. Wahrscheinlich werden wir oben wieder einen weiteren Ort haben, um uns hinzuporten. Beziehungsweise die Beagle dorthin zu stellen. So wird es einfacher für uns, immer hin und her zu switchen. Das ist völlig okay. Aber dazu dann später mehr. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was unsere Ausbeute ist. Ist im Prinzip nicht viel. Eine Person gerettet, ein paar Schätze gefunden und, ja, ich sag mal, noch ein paar Wege bereitet, beziehungsweise neu entdeckt, dass wir die Eispigmen nutzen können, um das Wasser einzufrieren und damit dann rüber zu laufen. Das ist schon sehr praktisch. Wir wissen, dass wir noch drei Höhlen machen müssen, dass es an der Oberfläche auch noch weitere Leute, nicht aber Schätze gibt, die wir ebenfalls mit abholen dürfen, die irgendwo am Rand liegen, die wir einfach so runterboxen und dann ist gut. Aber das müssen wir später erörtern. Jetzt bin ich erstmal froh, dass wir wieder einen weiteren gerettet haben. Mehrere sogar. Die anderen freuen sich auch, die beiden, die wir schon gerettet haben. Gerettet wurde auch Digo. Ja. Und damit ist die Motivation von unserem Hund von Orchin gestiegen. Jede Menge Schätze, die wir mit nach Hause bringen. Es sind wieder 682 Glycerium, also insgesamt 2612. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt jetzt brauchen für die nächste Stufe. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben jetzt schon 56% der sonnigen Anhöhen geschafft. Das heißt, mehr als die Hälfte ist davon durch. Neues Shepard-Dokument. Wir haben es geschafft, Chefin. Heute haben wir unseren Scout gefunden, Digo. Von einem Grünschnabel gerettet, nicht zu fassen. Ich muss ziemlich nachgelassen haben. Digo, ich bin ja so froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Wie geht es dir? Geht es dir doch gut? Ich muss mir eine Stimme überlegen. Na, Anführerin Shepard, nein. Ich finde es nur nett, dass du dir Sorgen machst. Die strukturelle Integrität dieses Tisches hier lässt nach. Ihm fehlt eine Schraube. Hey, Doktor Schlaumeier, du könntest dir schon mal schon etwas mehr Sorgen um mich machen. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe Neuigkeiten, was unseren Piloten angeht. Wirklich? Weißt du, wo er sich befindet? Das wäre ja fantastisch, Digo. Leider nein. Ah, der künstliche Tiefschlaf hat dir sicher zugesetzt. Wir besprechen alles Weitere dann morgen. Ruh dich erstmal aus. Hä? Oh, ja, gut. Die Anführerin, sie sorgt sich um mich. Ich kann es kaum glauben. Oh, aber lies dir doch bitte alles zu unserer Rettungsmission durch, bevor du dich hinlegst, damit du gut vorbereitet bist. Muss das wirklich sein? Ja. Da musst du durch. Digo. Okay, die Rettungscrew wird immer größer. Es fehlen bloß noch zwei Leute. Hoffentlich finden wir die auch alle im ersten Gebiet. Das wäre natürlich praktisch, denn hätten wir die schon mal hinter uns. Alles Weitere ließe sich später retten.
So, guten Morgen. Nächster Tag hat begonnen. Also, Digo, hast du wirklich unseren Piloten getroffen? Hast du gestrandet, als du gestrandet warst? Tja, also, ja, Bernhard und ich sind uns mal begegnet. Aber dann hat ihn sich so eine belaubte Kreatur geschnappt. Eine, wie bitte? Wir sahen eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf, jemanden auf einem großen Hund landen. Bernhard und ich wollten folgen, aber tja, wir waren zu spät. Der Gestrandete wurde in eine Höhle geschleppt und auch in so eine Blattkreatur verwandelt. Wirklich? Als ob ich mir das alles ausdenken würde. Wer bist du eigentlich überhaupt? Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wir haben die Beine in die Hand genommen, das kann ich euch sagen. Aber als ich mich umdrehte, war Bernhard weg. Vielleicht hat er es nicht rausgeschafft und wurde auch zu einem Laubling. Einem Laubling? Ach, Bernhard und ich hatten angefangen, sie so zu nennen. Ist einfacher als komisches Wesen mit Blättern auf dem Kopf. Und recht eingängig, oder? Wer oder was sind diese Laublinge? Viel wichtiger ist aber erst einmal, dass wir unseren Piloten finden. Rettungscrew, auf eure Station, bitte. Verstanden. Ah, du möchtest neue Fertigkeiten lernen? Naja, eigentlich nicht, aber ja, doch, für den Hund ist es definitiv wichtig. Trainieren. Gut, diesmal kriegt er die Selbstheilung. Orjin hat heilen gelernt. Gut gemacht. So, jetzt sehen wir, heilen 1, Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 2 ist relativ fix. Und heilen Stufe 3. Ist er sofort wieder besser drauf. Ja, das wird schon. Super. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht nur stärker, kann mehr tragen, sondern auch mehr Hubs verteilen und kann sich selber besser heilen. Und wir haben einen Knusperknochen verdient. So weit, so gut. Gib weiterhin alles bei deiner Arbeit. Sowieso. Ah, ich liebe es, wie die Wissenschaft das Unmögliche möglich macht. Auch das. Haha, dann legen wir mal los. 74 haben wir. Es gibt jetzt die Stirnlampe. Wenn alles hell erleuchtet ist, sieht man Gefahren von weit her kommen. Ja, so eine Stirnlampe wäre dann vielleicht nicht verkehrt, insbesondere für so tiefe Höhlen, die wirklich dunkel nachher sind. Untätigkeitszähler zeigt an, wie viele Pikmin keine Aufgabe haben. Auf einer Rettungsmission ist keine Zeit zum Vollenden. Schatzanzeiger. Also ich glaube, die Stirnlampe nehme ich jetzt erstmal. Denn die könnte definitiv wichtig sein. Schatzanzeiger, ja, brauchen wir am Anfang noch nicht. Wir kennen ja noch einige Schätze. Flammenschutz wäre mir wichtig, aber wir haben noch zu wenig. Viel zu wenig von dem anderen Zeug. Solltest du noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. Machen wir. Gut, sonst hat sich jetzt nichts weiteres ergeben. Wir haben jetzt keinen weiteren gerettet, außer dich vielleicht. Bist du Diego? Digo? Jetzt könnt ihr euch entspannen. Digo ist zurück. Wie die Rettungscrew nur so lange ohne mich auskommen konnte? Na, das wird sich sicher noch zeigen. Erst einmal hat mir die Anführerin befohlen, mich ordentlich auszuruhen. Achso, mehr nicht? Also schön, Grünschnabel, dann sehen wir mal, was du drauf hast. Jetzt guck nicht so, eine Aufgabe mehr schadet dir nicht. Ich will, dass du dir jeden Winkel dieses Planeten anschaust, bis jedes Gebiet zu 100% erforscht ist. Erkunde ein Gebiet zu 100%. Okay, machen wir doch. Hatte ich sowieso vor, also von daher... Ja, die Shepard wartet. Wir werden jetzt wieder weiter losfliegen mit der Beagle allerdings. Die Shepard wartet ja hier, die bleibt auch hier. Und die anderen Leute bleiben auch alle hier. Es ist schön, dass ihr jetzt immer mehr werdet. Vielleicht könnt ihr euch mal wehren, wenn dann wirklich mal ein Marienkäfer hierher geflogen kommt. Aber die laufen ja eher, komischerweise. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf den nächsten Part, in dem wir dann wieder weiter fortfahren und uns zurück ins Gebiet begeben. Kann man da irgendwo auch diese ganzen einzelnen Landemöglichkeiten sehen? Das würde ich gerne noch irgendwie herausfinden. Ausrichtung in einem Menü. Missionenstatuskarte. Nebenmissionen. Oh, sind wir gut dabei. Wir haben jetzt 35 Pikmin zu Blüten werden lassen. Wir haben bisher noch kein Gebiet zu 100% erforscht. Sammle 50 Schätze. Wir haben 26 von 50. Erhalte alle Hilfsmittel. 5 von, keiner weiß es. Rettungshundtraining. 9 von, keiner weiß es. Ja, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Rette die Rettungscrew. Läuft gut. Aber ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, dass wir da wirklich Aufzeichnung, kein Status haben bezüglich der Karte.
dass man das immer nur sieht, wenn man gerade wieder los will. Hilfsmittel, Fertigkeit, Visitenkarten, Status. Ne, auch nix. Na gut, wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf das nächste Mal, dass wir uns in die alten Gebiete reinschicken. Also einmal müssen wir da noch hin, definitiv. Und danach sieht es dann auch wieder anders aus. Und vielleicht kriegen wir die weiteren Funktionen auch nur, wenn wir sie hier bei dem guten Laboranten bzw. Wissenschaftler freischalten. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich bei Pikmin 4. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like da lassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.